Medienreferenzschule zeigt aus, dass der Umgang mit Medien zum täglichen Unterricht gehört. Wir an unserer Schule behandeln Unterrichtsstoff mit vielen digitalen Medien, natürlich allen voran das Handy, das unsere Schüler nutzen. Sie müssen dazu einen Handyführerschein machen. Erst dann dürfen Sie das Handy auch während des Unterrichts nutzen und auch sogar in den Pausen. Ist es bei uns, erfolgreich zu lernen und das Ganze in einer Atmosphäre der Wertschätzung. Bei uns sollen sich also die Schüler wohlfühlen. Wir wissen, die Kinder haben nur eine Kindheit und die soll möglichst glücklich verlaufen. Wir wollen gerade diesen Leistungsdruck nach der 4. Klasse in der Grundschule, den wollen wir ihnen ein bisschen nehmen. Sie sollen hier ankommen und sollen sich ein Stück weit zu Hause fühlen. Und wenn das funktioniert, dann klappt es auch mit dem erfolgreichen Lernen und dann mit einem erfolgreichen Abschluss.